Moritz, ich weiß, es ist schwer, ein Finale zu verlieren, aber ich sage trotzdem natürlich Glückwunsch, weil ihr habt Silber gewonnen. Nehmen Sie das so jetzt von mir an, auch nach einem schwierigen Finale heute? Absolut, weil natürlich ist ein bitterer Beigeschmack dabei. Ich glaube, sonst würden wir keine Athleten und keine Profisportler sein, wenn man das Spiel einfach herschenkt. Und vielleicht das Positive mitzunehmen ist, dass wir es selber verschenkt haben. Ich glaube nicht, dass die Kanadier heute besser waren. Wir haben leichtsinnige Fehler gemacht und die werden irgendwann bestraft auf dem Niveau. Deswegen, wir können, glaube ich, viel Positives hier raus mitnehmen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir nicht das letzte Mal in so einer Position sind. Klingt gut, aber ihr wart ja auch zweimal in Führung. Sie sprechen es gerade an, die eigenen Fehler. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Respekt, wie ich finde, an Kanada. Sie haben euch wenig gegeben heute, oder? Dieses Spielfluss, den ihr hattet, euer Spiel durchzurücken, das war schwierig. Warum? Absolut, weil sie stehen da in ihrem System relativ gut mit der Dreierlinie hinten. Und wir haben es uns manchmal ein bisschen zu schwer gemacht. Wir hätten vielleicht den einen oder anderen Chip mehr forcieren müssen, die Verteidiger überspielen und dann ins Vorcheck zu gehen, weil ich glaube, wir haben es im Turnierverlauf gezeigt, dass wenn unsere Stürmer einmal marschieren, dann sind sie sehr, sehr schwer aufzuhalten. Und genauso war es phasenweise heute auch. Wenn wir ins Vorcheck gekommen sind, dann haben wir sie überrollt, dann wussten sie nicht, wo vorne und hinten ist. Und ja, so kann man jetzt das Spiel analysieren, aber jetzt sind wir einfach, glaube ich, sehr, sehr stolz. Wir haben Geschichte geschrieben, wir nehmen das mit ins Grab und das kann uns keiner mehr nehmen. Ja, hoffentlich nicht so bald, aber das können Sie jetzt schon so positiv deuten. Das ist super, dass das angekommen ist. Ich wollte gerade sagen, wie viel Spaß hat das gemacht, diese Reise mitzumachen? Es waren am Ende 6 Siege in Serie auch und Sie wussten ja auch am Anfang nicht, ob man dabei ist. Jetzt haben Sie zugesagt, den nächsten Schritt mit der Mannschaft gemacht, nach 2021. Wie gut tut das und wie groß wird die Freude vielleicht auch in ein paar Tagen noch sein? Ach, riesig. Ich freue mich jetzt nach Hause zu fliegen, Mama und Papa in den Arm zu nehmen, Freunde und Familie zu sehen. Die Freundin ist extra eingeflogen. Ich glaube, wie viele andere, wir werden jetzt noch eine schöne Zeit haben, bis wir dann wieder nach Hause fliegen. Ich glaube, das muss man einfach genießen. Ich glaube nicht, dass es einmalig sein wird. Ich glaube, wir werden hier wieder stehen und dann werden wir, glaube ich, die Fehler korrigiert haben und vielleicht sieht es dann anders aus. Damit haben Sie die Bedeutung für das deutsche Eishockey auch schon eingeschätzt. Deutschland ist da, wo viele hinwollen, nämlich ganz weit oben. Wenn Sie nochmal jetzt den Blick nach vorne werfen, auch im All-Star-Team, auch wieder eine gute Geschichte, ne? Mo Seider bei einer Eishockey-Weltmeisterschaft, das funktioniert mit der Qualität. Na, absolut, es ehrt mich sehr, aber vielmehr freut mich die Medaille mit den Jungs. Was ist das für eine Mannschaft gewesen? Fassen Sie es nochmal zusammen. Ja, keine Ahnung. Wir waren einfach eine richtig geile Familie. Was glaube ich, bezeichnend war diese coole Gang, die wir da hatten, die alle ins Eisbad gegangen sind. Wir haben den See zu unserem See gemacht. Wir haben den besiegt und gestern war 3/4 der Mannschaft mit dabei. Das schweißt natürlich nochmal richtig zusammen und so, glaube ich, beschreibt man das Mannschaftsgefüge relativ gut hier. Zeigen Sie uns einmal netterweise das Ding, weil ich darf es ja nicht in die Hand nehmen. Nur einmal in die Kamera, dass wir das nochmal genau sehen. Schaut gut aus. Ja, danke. Ich finde ich auch. Und ich glaube, das wird auch in den nächsten Tagen noch ziemlich gut aussehen. Super. Glückwunsch nochmal. Dankeschön. Danke. Die Eishockey-WM live bei Magenta Sport.